Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Die Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Union Berlin. 1:2 vor 46.500 Zuschauern. Ich darf den Gästetrainer begrüßen, Urs Fischer, und natürlich auch unseren Trainer Adi Hütter. Herr Fischer, ich bitte Sie um die Analyse dieses Spiels. Ja, wichtige, sehr wichtige drei Punkte für uns. Ich glaube, die könnten in der Endabrechnung wirklich wichtig sein. Ich habe auch ein tolles Spiel meiner Jungs gesehen, gerade in der ersten Hälfte, glaube ich, hatten wir das wirklich gut im Griff. Großchancen gab es nicht, aber trotzdem empfand ich, dass meine Mannschaft wirklich sehr gut im Spiel war, aktiv war, immer wieder Balldruck bekommen hat und somit Eintracht wirklich auch ihre Probleme hatten. Eintracht hat es dann ein bisschen umgestellt in der zweiten Hälfte. Ich glaube, es war dann aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir 1:0 in Führung gehen konnten. Es gab uns nochmals Schwung. Dann auch wichtig dieses 2:0, auch wenn in der Entstehung beide Tore sicher glücklich gefallen sind. Aber die Jungs haben nachgesetzt. Sie waren da, sie waren im Strafraum präsent. Sie haben sich das auch ein bisschen erarbeitet. Ja, Frankfurt wurde immer wirklich sehr gefährlich. Gerade in den Schnittstellen zwischen Mittelfeld und Sturm haben sie sich sehr gut positioniert, haben das auch wirklich sehr gut gespielt, konnten immer wieder sich aufdrehen, somit gefährlich werden. Und ich glaube, nach dem 2:0 mit dem Tor, das sie gemacht haben, bis zum Ende dann hatten wir schon auch, wie soll ich sagen, dieses nötige Wettkampfglück, das du eben benötigst. Als Aufsteiger. Ich glaube aber auch, dass die Mannschaft wirklich alles reingeworfen hat, versucht hat, unser Tor zu verteidigen und zum Schluss sicher ein glücklicher Sieg. Aber wir nehmen diese drei Punkte sehr gerne mit nach Berlin. Dankeschön. Adi, deine Analyse bitte. Jetzt erst einmal dir, Urs. Gratulation Union Berlin zu diesen drei Punkten. Meine Analyse fällt so aus, dass wir erste Halbzeit nicht gut waren, weil wir es nicht verstanden haben, spielerische Lösungen anzubieten. Urs hat das auch richtig gesagt. Union ist natürlich auch taktisch sehr clever gestanden, zwischen den Linien sehr massiv, hat im Zweikampfverhalten sehr aktiv gewirkt, war einfach gut. Dann machen wir uns zwei Eigentore. Haben dann nochmal umgestellt auf Dreierkette, wollte einfach das dann mit einem zweiten Spitzen, da ist hier auf 10, nochmal Druck aufbauen. Mehr als der Anschlusstreffer ist nicht gelungen, wobei ich aber schon sagen muss, dass wir zum Schluss hinaus, speziell in den letzten 25 Minuten, schon ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Union sicherlich in einer anderen Situation glücklich war, Fuß noch dazwischen, Tormann gut gehalten. Das wollte heute nicht sein und deswegen ist heute eine sehr, sehr bittere Niederlage für uns, die mich auch schon sehr, 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 sehr stört. Fragen bitte. Sonja Pall macht den Anfang, Hitradio FFH. Ja, Hütter, welche Erklärung haben Sie denn dafür, dass das dann jetzt heute so gelaufen ist? Nochmal? Welche Erklärung haben Sie dafür, dass das dann heute von Ihrer Mannschaft aus so gelaufen ist? Ich denke, ich habe es gerade gesagt, dass wir in der ersten Halbzeit nicht den richtigen Schlüssel gefunden haben, um dementsprechend auch torgefährlich zu sein, weil wir, finde ich, zu langsam gespielt haben, weil wir es nicht geschafft haben, hinter die Kette zu kommen von Union. Und wenn du dann gegen so eine Mannschaft, die auch auswärts schon in dieser Saison öfters gezeigt hat, dass sie sehr massiv taktisch diszipliniert Fußball spielen kann, und dann bist du 1:0 hinten, 2:0 hinten, und trotz allem sehe ich immer eine Mannschaft von Eintracht, die alles versucht, und ich glaube auch, mit ein bisschen mehr Glück hätten wir uns den Ausgleichstreffer verdient gehabt. Ich habe versucht auch zu rotieren, was ja auch immer wieder mal ein Thema ist bei uns, aufgrund dessen, dass wir auch so viele Spiele haben. Das war aber nicht der Grund, warum wir heute verloren haben. Andreas Schirmer. Herr Hütter, es geht ja nach Dienstag in Ihre Heimat, aber nicht zu einem Verein, den Sie, Entschuldigung, ich fange nochmal anders an. Also es geht in die Heimat zu RB Salzburg.
Sie haben schon am letzten Donnerstag gewarnt, das wird da kein leichter Gang, obwohl Sie 4-1 vorne liegen. Müssen Sie diese Warnung nochmal verdoppeln jetzt nach diesem Spiel? Ich korrigiere nicht gerne, aber am Mittwoch werden wir nach Salzburg gehen, nicht am Dienstag. Warnen muss man immer. Deswegen auch, das hat man auch heute gesehen, dass wir erst die letzten 30 Minuten jetzt verstanden haben, richtig wieder in die Zweikämpfe zu kommen, wo wir aktiv waren, wo wir auch die Bälle wieder gewonnen haben, wo wir unser Spiel wieder gezeigt haben. Wir sind nicht so weit, wie ich mir das noch vorstelle, dass wir in jedem Spiel immer diese Leistung bringen wie am Donnerstag. Es gibt auch aber immer wieder einen Gegner und dann muss man. Ich möchte auch an dieser Stelle Union Berlin gratulieren zu einer taktisch sehr disziplinierten Mannschaftsleistung. Eine Mannschaft, die auch körperlich sehr gut dagegen hält, die physisch stark ist, die uns immer wieder Probleme bereitet hat, auch bei Standardsituationen und wir es einfach nicht geschafft haben, gute Angriffe nach vorne zu bringen. Am Donnerstag ist wieder Europacup-Tag, wir müssen diese 4-1 über die Runden bringen. Wie? Wenn wir so spielen wie erste Halbzeit, dann wird es in Salzburg ganz, ganz schwer. Aber wenn wir so spielen wie am Donnerstag 90 Minuten, dann bin ich 100% überzeugt, dass wir weiterkommen. Dann hier vorne. Matthias Koch, Freelancer aus Berlin. Herr Fischer, wie wichtig könnte es sein, dass Sebastian Andersen heute wieder getroffen hat? 1,5 Tore, würde ich mal sagen, hat die Durchstrecke beendet und dass Sie erstmals, glaube ich, auf Platz 10 gesprungen sind. Vielleicht können Sie auch da mal ein paar Sätze verlieren, bitte. Also Platz 10 interessiert mich eigentlich wirklich nicht. Mich interessiert der Platz nach dem 34. Spieltag. Es sind noch 11 Spiele. Es gibt noch viele Punkte zu vergeben. Auch da 29 Punkte werden nicht reichen, um die Liga zu halten. Und für Sepp freut's mich im Speziellen, weil er auch heute wieder sehr viel aufgewendet hat dafür. Stand da, wo er stehen muss. Ich glaube, gerade das erste Tor entscheidend, dass eben Christopher Lenz durchläuft, was provoziert. Natürlich war es ein Missverständnis. Der Frankfurter Spieler und Sepp steht da, wo er stehen muss. Von daher freut es mich wirklich für ihn, tut ihm sicherlich gut, das nimmt er mit. Ich hoffe, er wird auch in Zukunft wieder Tore für uns erzielen. Frank Hellmann. Herr Fischer, noch mal eine Anschlussfrage vielleicht zur Gesamtentwicklung bei Ihnen. Wenn man jetzt so die ersten Spiele gesehen hat in der Bundesliga und einer hätte jetzt heute gesagt, Sie haben 29 Punkte, hätten viele das nicht für möglich gehalten. Was ist passiert? Weil oft versuchen ja Aufsteiger dann in der Rückrunde diesen Vorsprung irgendwie noch übers Ziel zu retten. Bei Ihnen scheint die Mannschaft immer noch weiter zu lernen und ja, sich weiterzuentwickeln. Ja, also übers Ziel zu führen, das ist noch schwierig, weil die Punkte noch nicht genügen. Also wir wissen auch, dass wir noch Punkte holen müssen. Das mit dem Entwickeln dazu lernen, das ist so, sehe ich genau gleich. Das machen die Jungs wirklich gut. Ich glaube, die Mannschaft ist auch sehr selbstkritisch mit sich selber. Das hört man dann auch immer wieder nach den Spielen bei ihren Aussagen. Von daher ist es wirklich so, dass wir versuchen, dazu zu lernen. Ich glaube, es ist ja auch normal als Aufsteiger. Das erste Mal in der ersten Bundesliga spielst, da musst du gewillt sein, dazu zu lernen. Von daher macht die Mannschaft da wirklich sehr gut mit. Und umso schöner, dass sie sich dann eben auch belohnt dafür. Dann geht es da hinten weiter, ja. Herr Fischer, wann stand denn für Sie endgültig fest, dass Kevin Schlotterbeck nicht konnte und wie gut waren Sie zufrieden dann mit Florian Hübner, der eingesprungen ist, wie auch in Bremen, glaube ich, und seinen Job eigentlich gut erledigt hat? Kevin Schlotterbeck hat das Abschlusstraining absolvieren können. Ich habe dann mit ihm noch gesprochen. Ich glaube, wenn du über 3-4 Tage krankheitshalber angeschlagen warst, da gilt auch eine gewisse Vorsicht mit einzubeziehen. Es sind doch noch 11 Runden, von daher war es auch ein bisschen Vorsicht. Gibt immer wieder Rückfälle, wenn du krank warst. Und da waren wir einfach eine Spur vorsichtig, ich sag's mal so.
Und zu Florian Hübner, ist ja nicht das erste Mal, wo er einspringen muss. Hat das auch heute wieder toll gemacht. Freut mich natürlich auch für ihn. War ja so ein bisschen ein Familienduell. Von daher, hat das wirklich sehr gut gemacht. Peter Hess. Das Missverständnis, das zum 1-0 führte, haben Sie da einen Rest an Erklärung, einen Rest an Verständnis? Oder ist dieses kapitale Delikt irgendwie etwas, was Sie fassungslos verärger macht? Kann man das irgendwie lassen? Verständnis habe ich keines, weil es trotz allem drei routinierte Spieler betroffen hat, mit Erik Durm, mit David Abraham und Kevin Trapp, wo man in dieser Form einfach der Fehler darin liegt, dass einfach die Kommunikation nicht gepasst hat. Kevin hat gezeigt, dass er raus will. Die anderen zwei haben dann geglaubt, es geht sich aus. Auf einmal gehen beide weg, der läuft durch. Kevin kommt zu spät und so ein Tor habe ich auch selten gesehen von drei Spielern, die wirklich viel Routine haben. Das hat uns leider irgendwo auf die schiefe Ebene gebracht. Das zweite war dann gleich immer drauf. Das war auch mehr oder weniger ein Eigentor. Und dann wird es schwierig, aber ja, Verständnis habe ich keine Erklärung, ist, dass es sicherlich ein Abstimmungsfehler bzw. Kommunikationsfehler war. Sonja Pahl. Ich habe kurz eine Personalnachfrage. Kurzfristig sind ja Stefan Ilsanker und Danny da Costa noch ausgefallen. Wie sieht denn das aus dann für Donnerstag? Weil heute ist ja schon Montagabend, geht ja jetzt alles ganz schnell. Ja, ich hoffe, dass es bei beiden ausgeht. Bei Stefan Ilsanker ist es so, dass er einfach auch an der Hüfte ein bisschen Probleme gehabt hat. Er hätte auch heute nicht von Anfang an gespielt. Und bei Danny da Costa ist es so, dass er beim Fuß unten einfach Probleme hat, beim Aufsteigen, wo er Schmerzen hat. Hat auch heute keinen Sinn gemacht, dass er auch auf die Bank geht. Hätte jetzt nicht von Anfang an gespielt. Aber ich brauche die Jungs. Wir haben so viele Spiele. Und ich hoffe natürlich, dass beide am Donnerstag wieder dabei sind. Gibt es weitere Fragen? Ja. Entschuldigung, ich hatte vergessen vorzustellen. Matthias Bunkus, Berliner Kurier. Herr Fischer, Sie mussten ja nicht nur Herrn Schlotterbeck ersetzen, sondern auch Christopher Trimmel, den Kapitän. Wie weit haben Sie mit seinem Stellvertreter heute positive Erfahrungen gemacht und wie weit haben Sie vielleicht die Standards von ihm doch vermisst? Ja, Standards. Er spielt die schon wirklich gut. Also von daher sind wir froh. Ist diese Sperre beendet. Zu Julian Ryerson, ich glaube, er brauchte einen Moment. Dann wurde es immer sicherer, traute sich immer mehr zu, kam dann noch dazu, dass er eine gelbe Karte bekam. Aber ich muss sagen, ja, nach dieser gelben Karte war er wirklich im Spiel, hat das aus meiner Sicht ja, gegen Kostic wirklich sehr gut gelöst. Also da habe ich Kostic dann auch schon stärker gesehen. Es hat heute sicherlich auch damit zu tun, dass Julian Ryerson wirklich eine tolle Arbeit gemacht hat. Peter Hess. Bitte, dass der Stehplatzblock leer war. Hat das einen negativen Einfluss auf das Spiel Ihrer Mannschaft gehabt? Und können Sie den Protest der Fans verstehen, nachvollziehen? Wie stehen Sie? Es wäre jetzt zu einfach und zu billig zu sagen, deswegen haben wir verloren. Verloren haben wir, wenn wir sportlich nicht die Leistung gebracht haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Natürlich ist es auch sehr, sehr schade, dass sie dem Spiel heute ferngeblieben sind. Gerade wenn man jetzt die zweite Halbzeit sieht, wo wir auf unser Heimtor gespielt haben, wo es wirklich dann brenzlige Situationen gegeben hat, dass sicherlich da die Kurve noch einmal diesen Schwung, diesen Elan wahrscheinlich den Jungs mitgegeben hätte, um vielleicht den Ausgleich zu erzielen, vielleicht sogar den Siegtreffer zu erzielen, das weiß man nicht. Ich finde es einfach nur schade, dass sie heute nicht da waren in der Situation, wo wir sind. Wir haben 28 Punkte, wir sind auf Platz 11. Und deswegen ist es einfach schade, dass sie sich entschieden haben, 90 Minuten fern zu bleiben. Und aber wegen dem haben wir jetzt nicht verloren. Gut, dann sage ich vielen Dank unseren Gästen, gute Heimreise. Vielleicht sehen wir uns ja wieder in der Saison. Danke und euch viel Glück am Donnerstag in Salzburg. Danke schön.